vor Damen aus dem Kaiserreich. Sie lassen euer ganzes Gold verschwinden. Okay, apropos Gold verschwinden. Wir holen uns jetzt Gold aus all meinen Städten. Entschuldigung. Aber, oh, tut das gut. Ach so, klar, Nimbus war ja auch, um meine Schergen zu verstärken. Das wird sehr nützlich sein. Also jetzt habe ich erstmal wieder Gold. Gold, Gold, Gold. Ach, ich habe gar keine Schergen da. Egal, scheiß drauf. Kommst du mir wenigstens nicht in die Quere. Hier wird zum einen diese Schatzkammer. Dum. Dann immer Licht, kann ich noch Geld holen und Nordberg kann ich noch Geld holen. Oh, das wird wieder richtig lange dauern, bis ich wieder so viel Geld habe. Ich brauche 10.000. Das wird richtig lange. Egal. Ich habe ja Zeit. Ich habe ja jetzt einen Vorrat an Videos, Overlord-Videos. Das wird eine Weile reichen. Ich hatte vorher 46, oder? 46 Gold. Mal sehen, wie viel wir hier noch haben. Ich muss einfach nur immer wieder hierher. Dann. Moment, ich glaube, ich habe jetzt richtig viel Leben und so. Ja, ich glaube, es. Mein Leben hat sich extrem erhöht und mein Mana auch, oder? So viele Balken hatte ich doch vorher nicht, so viele. Blub. Na, diese Bubbles halt. Diese Bubbles, die anzeigen, dass da halt was ist. Viel ist. Ihr versteht? Doch, hoffentlich. Stadt von Nordberg. Tor. Ich glaube, es war immer das Tor 2. Weil das Tor war, ja, halt das vorne. Richtig. Ihr seid alle meine billigen Sklaven. Sklaven, 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 Sklaven. Okay, ich verdiene nicht schlecht. Jetzt nach Immerlicht. Stadt von Immerlicht. Ich sagte Stadt von Immerlicht. Tor. Nee, es war Tor 3. Wie Tor 4. Nee, Tor. Tor 3 war es doch. Kratz. Scheiße! Das war nicht Tor 3. Dann war es Tor. Obwohl, ich probiere mit Tor 2 aus. Nee, eben, wusste ich doch. Es ist nicht dieses Tor, es ist Tor 3. Tor. Einfach Tor. Tor, wie das MMO, das von Star Wars rausgeholt. Star Wars, The Old Republic. Kurz Star Wars. Tor. Hoppla. Okay, das hat mir jetzt nichts Schlechtes eingebracht. Ah, von jedem 10 dürfte reichen. Obwohl von euch nämlich 15. Moment.
Moment mal, ich habe schon wieder den, nee, den Typen mit der Wichtelkappe habe ich nicht verloren. Aber der hat einen coolen Helm, der mit dieser Bürste im Kopf. Aber oh, ich habe den Typen, ich habe meinen Piraten verloren. Der Typen, der Scherge neben dem mit dem Besen im Kopf, hat auch einen coolen Helm. Und der mit der Kapuze des Lauteres natürlich auch. Oh Gott. Oh ja. Gut. Jetzt geht's Lebenskraft ein. Und vor allem das Wichtigste. Diese Dingsters. Och, heute habe ich echt mit meinen Wortfindungsstörungen. Diese, ich hab's gleich. Feenkristalle. Christus. Ich habe viele starke Scherben verloren, stelle ich fest. Das ist scheiße. Da war einer mit einer coolen Waffe. Eine richtig coolen Waffe. Da sind ein paar richtig Neugeborene dabei, ist das ja scheiße. Ja. Ganz Neugeborene, Frischlinge. Oh Gott, nein. Wie soll ich das nur machen? Moment. Hier ist ja irgendwie immer. Da drin ist irgendwie. Ja, genau, das. Vernichtet sie, vernichtet sie, vernichtet sie, vernichtet sie allesamt. Oh, das wird jetzt richtig lange dauern. Okay, ich brauche nicht. Ich brauche eigentlich keine Lebenskraft, ich brauche bloß diese Kristalle. Bring mir den Crystal. Ich mache das jetzt hier so, bis ich 25 habe. Moment. Ich habe 25. Ich mache das bis ich 26 habe, weil das dauert echt lang. Dann höre ich auch mit der Aufnahme und wir sehen uns später wieder. Ich denke, ich mache dieses. Ich habe hier diese eine Audienza von so einem Immerlicht-Tiny. Vielleicht kriegt das noch was. Ich meine, da gab es auch noch so Regierenden Immerlicht, wo ich nicht erreichen kann. Wahrscheinlich hat das damit zu tun. Wie ihr seht, man bekommt sehr langsam diese dämlichen Kristalle. Sobald ich die benötigten Kristalle habe, gehe ich nochmal zurück in den Turm und zeige euch, wie ich den, wie ich die Schergen wieder belebe. Ja. Nein. Zu geringe. Droplet. Oh. Da ist einer. Okay. Jetzt könnt ihr meinetwegen verrotten jetzt. Der nicht. Manchmal macht der Overlord auch Geräusche, wenn er was zerstört.
Dann grunzt er. Ich find's schade, dass der Uwe dort eigentlich keine eigene Stimme hat, aber... Naja. Was gibt man nicht alles, um sich mit seinem... Dings da zu identifizieren? Was dem Spiel noch ein bisschen fehlt... Erlebe! Also dem Turm... Und das Spiel finde ich super... Wäre... So eine Region, wo man hin kann, um seine Tiere zu begutachten und sie aufzuwerten. Das wäre doch was. Kommt vielleicht im Add-on. Es kommt doch eins, oder? Jetzt hat man nochmal schön den Helm gesehen. Sieht aus wie Sauron. Saurons Helm. Also wie bei dem ersten Overlord. Man wird Sauron mehr ähnlicher. Auch wenn diese Rüstung diesmal nicht so ist. Hier wuselt und kriecht und jetzt schaue ich mir mal diese mächtigen Schatten an, die ich da aus dem Weg. Ja, ganz toll. Vor dem Kuchen. Hero. Cooler Helm. Ingbert, ja. Der Typ, den ich die ganze Zeit für so fluche. Ach, Erno. Das war der mit der Kuh. Yeah, der Superkämpfer. Leo. Bertram, der Veteran. Reißer, der Elfenfluch. Spitzhutschläg. Wie, Stufe 2. Boah! Oh Gott! Habe ich so viele... Nein. Das kann ja gar nicht sein. Das können wir mal überhaupt nicht angehen, überhaupt. Das geht doch nicht. Ich muss sie wiederbeleben. Ich weiß nicht, was man mit dem Yeti hier anstellen kann. Kann ich das Schloss kaputt machen? Nee. Aus, als wäre es aus... ich stelle mich direkt auf den Tod. Der hält der... Ja, geht. Ich wusste gar nicht, dass du so eine coole Dings hast. Kämpfen! Ja, ja. Kann ich so springen? Ich kann es so. Giganten-Garausmacher. Ja! Ja, ja, auf jeden. Ich bin hier! Veteran. Dieser verdammte Kampf mit den Elfen. Held über Burius. Oh ja, das braucht den. Der kommt auf jeden Fall wieder zurück. Held der Überlebenden, natürlich. Mein Liebling. Einer meiner Lieblingsschergen. Ich kämpfe wieder! Ich meine, du hast. Haudegen gewinnt. Ja, genau das war das, Haudegen. Mein guter alter Haudegen. Ja, tada. Norbert. Stänkerer. Nein. Hier ein Feucht. Ach, der ist ertrunken. Ja, okay, Albert. Jetzt will ich mal wieder ein anderes. Gott, habe ich viele verloren. Boah! Kell. Komm zu mir. Ich brenne wieder. Sprengsatz, auch du. Ich lebe. Zunder. Bist du Feuer? Rally oder wie auch immer man nicht ausspricht. Ist Feuer. Flammo? Ich mach das jetzt so lange, bis ich doch von den Roten noch 1000 habe. Ich habe von denen eigentlich viel zu viel Lebenskraft. Hadubrand. Feuer. Oder bis einer Stufe 5. Bis ich einen auf Stufe 5 erwische. Crispin. Moment, bei Crispin zeige ich jetzt mal, wie das aussieht, wenn sie komplett belebt werden. Die machen nämlich alle dasselbe, sobald sie wieder belebt wurden. Freundlich. Und umarmen Norbert. Und Norbert würde sie am liebsten umbringen. Okay, das reicht eigentlich. Schote für...
Antonio. Je nachdem, wie viel Richtung Rüstung sie tragen, ist so. Danach richtet sich auch ihr Dings da. Ihr Name. Deswegen haben sie leider. Also ihr Titel. Deswegen haben sie leider nicht so viele. Ah! Was ist eigentlich mit den Leuten, die sind nicht im Krieg gefallen? Ich glaube, das war jetzt die im Dienst für ihren Urlaub gestorben sind. Sabba, der Veteran. Das ist bei denen genauso geregelt. Ich finde es schade, dass bloß die Frauen wirkliche coole Titel bekommen. Helge. Seid gegrüßt, Meister. Severin. Ich lebe. Und noch Gaetan. Ich kämpfe wieder. Oder Gaetan, ich bin mir nicht sicher. Gandalf. Gandalf! Ich würde jetzt sagen, es ist immer Zeit für die Blauen. Die sind nicht im Krieg gefallen, die sind für den Herrn gestorben. Wir sind im Auftrag des Herrn. Placidus. Rechtsplatz mit dem Placidus. Komm, ich heile wieder. Ich rufe nur die, die Stufe 8 sind. Noah. Ja, bin wieder da. Ja. Eben. Kommt bald. Wo geht's hier nochmal? Ich finde es schade, dass sie sowas hier gemacht haben. Das wäre nicht nötig, notwendig gewesen. Obwohl, naja. Also ich glaube, die haben da schon mal was fürs Add-on geplant. Wahrscheinlich kommt hier rüber der alte Overlord kommt hier rüber, so mit seinen Skeletten, die muss er hier Turmkämpfen. Könnte ich mir vorstellen. Weil ich bezweifle, dass wir das noch in diesem Teil. Obwohl es könnte auch sein, dass das Kaiserreich darüber kommt. Ob das jetzt noch in diesem Teil oder im Addon ist, weiß ich nicht. Und ich frage mich, ob man im Addon auch wieder stirbt. Wie der Junge, der am Ende stirbt. Ich frage mich, ob man mehr Schergenaufwertung finden kann. Also ich weiß nicht, wo noch welche sind. Das ist tatsächlich ein Salamander. Sprengsatz, sicher wiederbelebt. Sprenkel, Groli, Zunder, Flammo, Flammeisen, Crispin, Hadubrand, Elmo, Fackel, Leuchtturm. Wieso sind die Neugeborenen bloß Stufe 1? Das verstehe ich nicht. Das ist dieser dämliche Bug. Bug. Okay. Ja, das sollte jetzt erst. Noch weitere Schergenaufwertungen sammeln. Wie viele denn noch? Oder ich würde sagen, wir schauen uns jetzt noch eine Dings da an. Diese eine Dings. Scheiße. Ich komme noch drauf. Ich hab's gleich. Diese eine Audienz von diesen Bürgern immer liegt, weil das andere, dieser Angriffsplan, der ist halt so das Unvermeidliche. Allerdings werde ich dieses Gesuch der Dings ablehnen, weil ich noch keine Lust darauf habe. Herr Overlord! Ihr habt langsam raus, was ein Bürger von Immerlicht spricht. Nein, nein, nein.
Jetzt kommt wieder so ein Vollschlag. Meister! Oh, Frau. In unserem Urlaubsressort in Immerlicht explodieren Bomben. Nein, keine Bomben. Wir fürchten, dass die Elfensoldaten aus dem Dschungel eine Rebellion anzetteln. Hey, ich hab doch Ferien. Könnt ihr die nicht sagen? Oh, ich muss schon sagen, dass mir euer runzliger kleiner Gefährte gut gefällt. Was? Gnarl heißt er, oder? Er ist so kuschelig. Kann ich ihn haben? Ich drücke jetzt erstmal auf Ablehnen. Ich habe jetzt keine Lust darauf. Auf zum Elfengemetzel, Herr. Ich muss Gewalt sehen. Und zwar schnell. Ja, das war's. Hütet euch vor Damen aus dem Kaiserreich. Sie lassen euer ganzes Gold verschwinden. So, und jetzt hätte ich gerne noch ein Schlusswort von Feja. Sag was. Ah! Ich hab eine Ohrfeige bekommen. Zum Glück bin ich nicht mehr in den Heiligtümern. Helle Magie ist so langweilig. Du sagst es. Und nun noch der Abschlusstusch. Komm schon, Knödel, ich schau zu. Erlebe! Richtig so. Erkunder der Ödnis! Hm? Der Meister war nun in der Ödnis, der einstigen Schergenheimat. Jetzt ist dort alles voller Schlamm und anderem magischen Unrat. Oh, schlecht. Tyrann von Nordberg! Schon besser. Naja, egal. Er ist Tyrann von Nordberg! Gefürchtet! Ja, ja, wie auch immer, ist jetzt egal. Also. Wer sich ihm doch entgegenstellt, lebte die längste Zeit! Bis zum nächsten Mal. Ja. Zuerst mal soll ich sagen, das war's. Okay, also. Das war's für heute mit Overlord 2. Bis zum nächsten Mal. Bleibt so, wie ihr seid. Jetzt bis zum nächsten Mal. Ich krieg noch nicht meine Verabschiedung hin. Also, ciao.